Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in Pennsylvania. Wir spielen heute seit langem mal wieder den Herausforderungsmodus von Jurassic World Evolution 2, denn ich hatte mal wieder Lust, mit Geld und Fossilien unter anderem zu spielen und habe mir deswegen eine benutzerdefinierte Herausforderung erstellt. Der Schwierigkeitsgrad ist hier zwischen niedrig und mittel, also erstmal relativ einfach für den Einstieg. Hier ist auch der Code von der Herausforderung, wenn ihr die auch mal ausprobieren wollt. Ja, und unsere Ziele sind, mindestens 2500 Gäste im Park zu haben, eine Parkbewertung von 5 Sternen zu erreichen und insgesamt 10 verschiedene Spezies im Park zu haben. Das Gute ist, wir starten schon direkt mit ein paar wilden Dinosauriern. Das hier sind Nasutoceratops. Und hier auf dieser Seite haben wir noch kleine Sauropoden. Amagas. Oh, guck mal, die Süßen. Na, die müssen wir gleich auf jeden Fall erstmal einfangen. Das hier sind, glaube ich, 3 Stück. Und die Nasutas waren ja zu viert. Ich weiß nicht, ob noch andere wilde Dinosaurier sich irgendwo verstecken. Ach, guck mal da. Tatsächlich welche. Sind das Struthius oder Archeornithymimus? Ich weiß es gerade nicht ganz sicher. Als allererstes müssen wir natürlich gucken, dass wir einen Ankunftsort bauen. Dann nehme ich, glaube ich, hier den ganz normalen. Den platziere ich hier auf der Seite von dem Flughafen. Hier ist doch ein super Ort dafür. 25.000 kostet der schon, das ist krass, ne? Wir müssen echt aufpassen mit dem Geld, gerade am Anfang, wenn wir noch kein Gehege haben und keine Gäste, die Geld wieder einspielen. Das heißt für mich wahrscheinlich, dass ich erstmal die Nasutus hier einfangen muss. Damit ich die einfangen kann, brauche ich eine Ranger-Station. Also ich glaube, ich muss mal kurz ein bisschen planen, welche Gebäude ich auf jeden Fall brauchen werde. Ist da noch alles nur kleine Wege, ne? Ich muss halt die ganzen größeren Wege und sowas erforschen. Aber ich kann ja einfach hier so pinseln, dass es größer wird. Ich habe übrigens ein paar Mods installiert, also dass wir keine Baubegrenzung und sowas haben. Aber nur die nötigsten, sage ich mal. Also ich habe jetzt nicht unendlich viele Mods installiert. Als nächstes brauchen wir auf jeden Fall eine Ranger-Station. Ich werde mal filtern nach den normalen Gebäuden, dann ist es nicht so unübersichtlich. Da Unterstützungsanlage. Die brauchen wir nämlich auf jeden Fall, um die Dinosaurier einfangen zu können. Die werde ich mal so ein bisschen versteckt hier im Wald machen. Da werde ich dann die Wegfarbe auch ändern. Weil das ist dann halt ein Weg für die Mitarbeiter nur. So, das baue ich dann mal hier schön zusammen. Gut, dann haben wir das auch schon mal verbunden. Ansonsten will ich auf jeden Fall noch eine Toilette haben am Eingangsbereich. Ach nee, das ist gar keine Toilette. Was sind die Toilette? Warte mal. Die muss man erforschen. Ach du Schande. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch ein Forschungsgebäude. Ich habe das Spiel so lange nicht gespielt mit Erforschen und Geld. Deswegen stehe ich manchmal wahrscheinlich so ein bisschen auf dem Schlauch. Jetzt, wo das Zentrum hier fertig ist, können wir auch die erste Forschung anschmeißen. Ich würde sogar sagen, dass wir die Toilette direkt erforschen. Können wir, glaube ich, noch gar nicht. Ja, wo ist denn jetzt die Toilette? Oh Gott, ich bin völlig verwirrt. Okay, vielleicht sollten wir doch erstmal das erste Gehege bauen. Nicht, dass wir gleich pleite gehen, weil wir haben schon 500.000 jetzt rausgehauen. Und das ist natürlich schon einiges. Dann direkt hier auf dieser Seite wahrscheinlich das Gehege machen. Zäune haben wir halt auch noch nicht viel Auswahl. Aber ich würde dann einfach mal hier so ein bisschen entlang bauen. Dann mal gucken, wie viel Platz die brauchen. Das kann ich halt auch ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Meint ihr, wenn ich das so baue, reicht es? Es ist halt so lange her, dass ich das Spiel so gespielt habe. Wir werden es gleich rausfinden, sonst müssen wir das Gehege halt noch ein bisschen vergrößern. Ist ja auch gar kein Problem. Ein Tor brauchen wir auch noch. Das packe ich mal. Ja, ich denke mal, auf diese Seite packe ich das. Hier kommt dann gleich noch eine Toilette hin.
Und auch so ein Aussichtsgebäude brauchen wir noch. Hier so eine Beobachtungsgalerie. Das ist, glaube ich, ganz gut. Bis das alles fertig ist. Baue ich mal hier den Weg noch weiter. Das sieht doch schon ganz gut aus. Das müssen wir natürlich jetzt auch noch hier verbinden, das Gebäude. Und dann wird es eigentlich schon Zeit, dass wir losfahren. Oder losfliegen, eher gesagt. Denn wir müssen die jetzt betäuben. Damit wir die auch in das Gehege bringen können. Ich hätte sie tatsächlich auch direkt einzäunen können. Das wäre wahrscheinlich smarter gewesen. Das klappt ja super. Sollte vielleicht näher rangehen. Gerade wenn die jetzt lossprinten, wird es halt schwer. So, jetzt bin ich weiter unten. Guck mal, der legt sich sogar schlafen direkt. Das ist natürlich perfekt, dann hält er kurz still. Okay, die beiden habe ich. Hier, zwei Stück fehlen noch. Den haben wir auch. Und der letzte rennt natürlich jetzt in den Wald rein, das ist nicht gut. Ist jetzt aber auch down. Perfekt. Das hat gut funktioniert. Dann können wir jetzt nämlich die Transporthelis holen. Und dann einmal alle abliefern hier in das Gehege. Und dann müssen wir halt auch gleich gucken, dass sie sich wohlfühlen. Da brauchen wir, glaube ich, einmal so eine Station hier, damit wir die scannen können. Dann können wir nämlich gleich auch unser Ranger-Team hier anweisen. Ah, neue Aufgaben deaktiviert. Warum? Ach, weil wir keinen Strom haben. Oh, das brauchen wir auch noch. Oh Gott. Das sind so viele Dinge. Ich baue erstmal so einen Notstromgenerator. Transport hat begonnen. So, da kommt jetzt hin. Produkt wurde eingesammelt. Und jetzt können wir den auch Aufgaben geben. Das ein Ranger-Team scannt hier auf jeden Fall diese Station. Ah, der fährt auch direkt los. Das ist gut. Dann können wir nämlich gleich sehen, was die brauchen, die Nasutos. Ich hoffe, dass das Gehege groß genug ist. Ansonsten können wir es halt noch easy erweitern in diese Richtung oder nach da. Oh, der fällt aber dicht an denen vorbei. Aber er scannt die jetzt. Dürfen wir eigentlich sehen, was die brauchen. Oh, die sind schon recht zufrieden. Es fehlt halt Wald. Genau, so sehen wir nämlich direkt die Veränderung. Das ist ganz gut. Das ist auf der Rückseite, mache ich noch ein bisschen mehr Wald. Blätterboden brauchen die noch. Da, das hier ist Blätterboden. Glaube ich, das, was die fressen, oder? Und Wasser brauchen sie auf jeden Fall auch noch. Das ist doch locker ausreichend. Oh, Blätterboden brauche ich noch mehr sogar. Okay, jetzt sind sie zufrieden, ne? Ja, perfekt. Dann haben wir schon unsere erste Spezies zufriedengestellt. Damit es noch ein bisschen schöner aussieht, mache ich hier jetzt auch noch ein paar Felsen rein. Einfach, dass wir hier noch so ein bisschen Deko haben. Ja, und schon haben wir unser erstes Gehege. Und die sind auch glücklich. Das hier willst du dir nicht entgehen lassen. Wirf einen Blick drauf und du wirst zustimmen. Okay, wir kriegen auch schon unseren ersten Auftrag. Das ist cool. Fotografiere Dinosaurier. Das ist natürlich nice. Das ist immer eine Mission, die kann man sehr, sehr schnell abschließen. Der gerade trinkt. Okay, dann müssen wir mal kurz in das Gehege fahren. Oh, guck mal, die ersten Gäste strömen auch schon in den Park. Und die laufen alle hier zu den Gebäuden, wo sie eigentlich nicht hinlaufen sollen. Oh nein, und ein Sturm kommt. Ach, come on. Was ist denn jetzt los? Bin da noch nicht bereit dafür. Schutzraum.
Den platziere ich dann mal hier hin. Mann, 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 ey. Ja, Leute, geht in den Schutzraum. Ja, sehr gut. Oh, das ist direkt ein Tornado. Was zur Hölle? Okay, das ist ja übel unlucky. So früh. Ich hoffe, der Zaun geht jetzt nicht kaputt. Boah, das ist echt schlecht. Der fegt einmal komplett durch meinen Park. Oder durch den Anfang von meinem Park. Ist ja noch nicht wirklich ein Park. Ich hoffe, der zieht hier nicht mehr rüber. Aber es sieht schon so aus, als wenn er da gleich noch hinzieht. Oh nein, ey. Er wird kleiner. Aber er hat den Zaun zerstört. So ein Mist. Wir müssen losfahren, direkt zum Zaun. Boah, das ist richtig teuer, die Sachen zu reparieren. Okay, ich glaube, hier habe ich alles soweit repariert. Das ist gut. Ansonsten, ja, die Ranger-Station ist noch defekt. Kann ich aber direkt hier mit dem Fahrzeug reparieren. Und ansonsten sieht es gut aus. Können wir die Räume wieder schließen. Und dann kommen unsere Gäste auch wieder raus. Eieiei. Da haben wir schon diese erste Katastrophe verhindern können, zum Glück. So, jetzt würde ich nochmal gucken, dass wir die Toilette erforscht bekommen. Haben wir jetzt sogar schon, okay. Ich weiß nicht, wie wir die freigeschaltet haben, aber anscheinend mussten wir gar nichts erforschen. Aber dann kann ich die direkt in den Eingang packen. Ich bin ja immer großer Fan davon, direkt eine Toilette am Eingang zu haben. So, jetzt ist es auch gut platziert. Jetzt müssen wir noch eben an das Foto denken. Ein Nasuto, der gerade trinkt. Oh, da trinkt gerade einer. Vielleicht kriegen wir es schon hin, das Foto. Oh, das ging ja richtig schnell. Sehr gut. Ausgezeichnet. Dieser Auftrag ist abgeschlossen. Dann würde ich auch sagen, dass wir die ersten Restaurants mal machen. Das erste Mal eins zum Essen. Ich weiß gar nicht, warum die Sachen gerade nicht einrasten an den Wegen. Na, ist ja auch egal. Ich platziere jetzt einfach mal drei Läden direkt nebeneinander. Dann haben wir nämlich gleich alles abgedeckt. Kann man das denn jetzt umstellen hier, ne? Wir wollen nämlich ein Getränkeladen. Und dann brauchen wir noch einen Souvenirladen. Die können wir nachher auch noch anpassen, aber erstmal, dass die Grundbedürfnisse der Leute abgedeckt sind soweit. Ist auch gar nicht so schief. Also ich könnte jetzt nochmal richten, minimal. Weil irgendwie wollen die Sachen gerade nicht einrasten. Ich weiß nicht, ob das buggy ist. Aber so ist es perfekt gerade. Ja, und als nächstes würde ich fast sagen, bevor jetzt hier unser Generator ausgeht, weil wir so viele Gebäude haben, gehen wir am besten mal in die Forschung und erforschen hier ein Kraftwerk. Kleines Kraftwerk. Das ist immer somit das Wichtigste. Geht das jetzt schon los? Ja. Ich habe übrigens keine Mitarbeiter an, deswegen ist das... Oh. Okay. Wir brauchen auch noch ein MVU-Gebäude. Ich glaube, das können wir nicht mit dem normalen Ranger-Gebäude machen. Da, die paläomedizinische Anlage. Die müssen wir auch noch erforschen. Na gut, da müssen wir jetzt drauf warten. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes. Wo ist denn der Nasuto, der erkrankt ist? Was hat der? Ah, das wissen wir leider nicht. Dann müssen wir kurz warten, bis die MVU erforscht ist. Ich denke mal, ich baue das jetzt hier doch zu. Und dann können wir gleich hier einfach so ein bisschen Deko platzieren. Ja, das ist doch ganz schön. Und die Forschung ist auch gleich fertig. Sehr gut. Und noch ein Leiden. Okay, die stecken sich gerade gegenseitig an. Das heißt, wir müssen gleich ganz schnell ein MVU-Gebäude bauen. Ich kann ja schon mal hier den Weg
weiter fortführen. Denk mal, ich baue hier gleich dann auch so um die Kurve. So eine kleine Schräge rein, damit wir da noch mehr Gebäude platzieren können. Und dann kommen da alle unsere Industriegebäude hin. So, die MBU können wir schon mal machen. Kannst du dir diesen Ort ohne Elektrizität vorstellen? Ich schon. Und es ist kein schönes Bild. Bleib am Ball. Ich muss leider die Gebäude immer noch so ein bisschen anpassen, damit die gerade sind. Als nächstes bauen wir jetzt ein kleines Kraftwerk. Wir könnten auch direkt zwei kleine Kraftwerke bauen. Dann haben wir nicht so Probleme. Ich glaube, die kleinen, die sind relativ schnell immer schon wieder verbraucht oder ausgelastet. Gerade weil wir so viele Gebäude haben. So, jetzt können wir nämlich hier schon mal losfahren. Mit dem MVU-Fahrzeug und dann einmal checken, was für eine Krankheit die haben. Wir können denen gleich auch noch die Aufgabe geben, dass der immer das Gehege checkt, von sich aus. Also quasi wie beim Ranger-Team. So. Dann scannen wir mal. Kryptosporidiose. Na toll. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt auch wieder in die Forschung gehen. Und die Dinosaurierkrankheiten erforschen. Ich hoffe, das können wir schon. Ach, können wir tatsächlich. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir aber wieder warten. Aber in der Zeit kann ich schon mal dem Team hier dieses Gehege als Aufgabe geben. Das ist doch schon mal sehr gut. Und dann können wir nochmal eben hier schon mal ein wenig die Stromversorgung herstellen. Kurz die Strommasten nur gehen. Aber ich glaube, wir kommen schon mit. Darf ich Dr. Ian Malcolm vorstellen? Er ist sowas wie ein Star unter den Paläokuratoren. Er ist von Anfang an dabei und sieht das Ende immer kommen. Oh, nochmal die gleiche Mission mit dem Trinken. Vielleicht kriegen wir die ganz schnell hin. Du bist bestimmt beschäftigt. Sind wir das nicht alle? Aber das aktuelle Ziel ist eins, das du genau unter die Lupe nehmen solltest. Zählt das noch? Nee, schade. Aber wir senden es trotzdem ab. Ja, ärgerlich. Haben wir gerade verpasst, das Trinken. Schade, schade. Aber wir sollten jetzt erstmal die MVU losschicken. Und dann die beiden impfen. Das ist, glaube ich, am wichtigsten. Das Foto können wir gleich noch machen. Aber ich war gerade noch bei den Umspannwerken. Hier kommt noch eins hin. Und dann haben wir eigentlich alles versorgt im Umradius. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Dadurch können wir das Ding hier auch erstmal deaktivieren. Nicht, dass das dann irgendwie leer läuft oder sowas, weil ich glaube, das verbraucht richtig viel oder das kostet zumindest richtig viel, wenn man das wieder auffüllt. Okay, die Krankheit wurde geheilt. Hast du gut gemacht. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen darauf achten, ob die trinken und ansonsten steht jetzt an, dass wir das nächste Gehege bauen. Könnten ja eventuell ein Mischgehege daraus machen. Ich weiß halt nicht, inwiefern die Amagas sich mit den anderen da verstehen. Ich weiß ja immer noch nicht, welche Spezies das ist. Ich werde jetzt aber erstmal den Weg hier in diese Richtung weiterführen. So, und dann haben wir den Weg hier schon mal bis zum Ende. Das ist doch schon mal sehr gut. Hier ist die Wegauslastung noch ein bisschen zu krass. Vielleicht müssen wir das hier noch verbreitern. Ja, das hat geholfen. Ja, und ansonsten würde ich jetzt hier das nächste Gehege bauen. Und erstmal werden die Gehege viereckig. Vielleicht baue ich nachher auch noch schönere Gehege. Aber es muss halt jetzt erstmal zweckmäßig sein, weil das Geld, das schrumpft. Wir müssen erstmal wieder viel Geld jetzt reinholen. Ich mache das sogar jetzt mal ein bisschen größer. In der Hoffnung, dass die beiden Spezies sich halt vertragen. Dann kann ich nämlich ein schönes Mischgehege daraus bauen. Das wäre ideal. Das Tor kommt dann direkt hier gegenüber. Sehr schön. Und dann können wir
eigentlich losfliegen und die nächsten Spezies einfangen. Dass wir jetzt gerade keinen Strom haben da oben. Das wird ja angezeigt. Das liegt, glaube ich, an dem Zaun, den wir gerade gebaut haben. Das dürfte ein Stromzaun sein. Guck mal, hier vorne sind die Amagas. Die treffe ich wenigstens auch, weil die kleine Dickmopse sind. Na, was haben wir denn da? Den Akten zufolge einen Amagasaurus. Ein interessanter Fakt. Mit seinem langen Hals konnte er die höheren Äste der Bäume erreichen und dort fressen. Steht hier zumindest. Wir werden es wohl rausfinden, oder? Ja, sehr schön. Und dann können wir die auch direkt transportieren. Und dann würde ich halt fast sagen, dass wir dann gucken, mit was die sich so vertragen. Produkt muss eingesammelt werden. Ich kann auch jetzt, glaube ich, schnell gucken. So, was mögt ihr denn? Da. Ja, müssen sie mögen. Darunter fallen die, glaube ich, die anderen. Dann kann ich die nämlich auch direkt betäuben. Die treffe ich jetzt bestimmt wieder nicht, weil die so klein sind. Okay, den haben wir schon mal. Schau dir einen Strauß sind sogar sechs. Emu an und dann sag mir, dass es zwischen ihnen und dem Struzioimus keine Verbindung gibt. Das hier ist einer der vogelähnlichen Saurier, die wir wiederbelebt haben. Er hat einen Schnabel und keine Zähne. Er lebt in Gruppen und ist Pflanzenfresser. Insgesamt ein fantastischer Neuzugang. Okay, das ist wohl ein Strutio. Ist doch super. Gott, wenn die so schnell rennen, ist es echt schwer. Oh, vor allem dreht der voll die Kurven. Ich kann mich gar nicht so schnell drehen. Da ist noch einer. Im vollen Lauf. Ach, schade. Fast getroffen. Okay, den haben wir auch. Ich glaube, das war der letzte. Dann haben wir schon mal alle wilden Dinosaurier eingefangen. Das ist doch super. Das hilft ja schon mal ungemein. Dann müssen wir uns halt gleich auch schnell darum kümmern, dass es denen gut geht. Nicht, dass die hier Ärger machen. Das heißt, schon mal ein Ranger-Team losschicken. Der scannt dann einmal die Bedürfnisse von denen und dann sollte das klappen. Oh, die trinken gerade. Muss mal schnell losfahren. Ich hoffe, ich kriege das Foto noch schnell hin. 3 Minuten haben wir noch. Oh nein, sie trinken nicht mehr. Ach, wie ärgerlich. Ich glaube, mit der Trinkenmission wird nichts mehr. Aber dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal eben hier um die. Die brauchen eigentlich nur noch hier Nahrung und sowas und mehr Wald. Habe ich mir schon gedacht. Wald mache ich mal hier hinten auf die Seite. Ist jetzt ausreichend. Und jetzt brauchen sie noch Pflanzenfasern, Boden. So, und jetzt geht es denen schon zu 100% gut. Das sind ja entspannte Sauropoden. Das muss man echt sagen. Ich mache hier auf jeden Fall noch ein paar größere Wasserbereiche hin. Und da müssen wir gleich auch noch auf den zweiten Scan warten, weil die Struthiomimus, bei denen wissen wir noch nicht, was die brauchen. Aber der Jeep ist hier schon unterwegs. Oh, der trinkt gerade. Vielleicht schaffen wir doch noch die Mission. 18 Sekunden. Es wird knapp. Oh, kurz vorher. Ich spreche nur für mich, aber die Leute hier können froh sein, dich zu haben. Sie sind optimistisch, wissen aber auch, dass die Frage nicht lautet, ob, sondern wann sich die Geschichte wiederholen wird. Da versucht man, Chaos zu kontrollieren, obwohl man sich der Geschichte bewusst ist. Die Ironie ist mir nicht entgangen. Na, guck mal, die Strutius, die brauchen nämlich Blätterboden noch. Das kriegen wir aber auch hin. Wir haben ja eigentlich genug Platz. Aber das ist schön, da haben wir direkt 2 Spezies bekommen, die gut zueinander passen. Und das nächste Drama haben wir. Na toll.
Oh, die brauchen aber viele Blätterboden. Die ganz glücklich sind. Okay, jetzt haben sie alles, was sie brauchen. Aber sie haben direkt eine Krankheit. Na, ganz toll. Da fahren wir mal eben schnell hin. Es gibt keine Farnvergiftungsfälle mehr. Okay. Krankheit hat sich anscheinend selber geheilt. Wahrscheinlich, weil ich den Komfort erhöht habe oder sowas. Aber irgendeiner ist hier noch krank. Oh, der hat auch die Krankheit, die wir vorhin schon hatten. Dann behandeln wir den direkt mal. Sollte schon reichen, oder? Na, hier ist noch einer krank. Da vorne. Ich glaube, das ist sogar ein Amaga. Auch fast in den reingefahren. Oh, du hältst aber brav still, du Kleiner. Ja, aber wir haben es geschafft. Die Krankheit wurde besiegt. Und jetzt können wir uns hier auch ein bisschen um die Beobachtungsgalerien und sowas kümmern. Ich glaube, ich werde hier 2 Stück machen. Damit wir hier eine gute Abdeckung haben. Können wir auch den Weg mal ein bisschen schmaler machen, das ist okay. Eventuell müssen wir den später eh wieder verbreitern, weil die Leute halt nicht genug Platz haben. Ich schau gleich mal, was es kostet oder ob wir überhaupt schon den breiteren Weg erforschen können. Ich glaube, das wäre echt praktisch für uns. Aber erstmal müssen wir jetzt hier auch noch eine Stromverbindung schaffen. Mach mal so. Dann sollte das passen. Aber dann würde ich fast sagen, dass wir erstmal gucken, jetzt wegen Fossilien. Ich glaube, wir brauchen noch ein Expeditionscenter dafür, dass wir überhaupt Fossilien besorgen können. Da. Expeditionszentrum. Dann verbinden wir das nochmal eben. Und dann können wir endlich gleich auf Fossilienjagd gehen, damit wir noch mehr Spezies im Park unterbringen können. Ab zur Expeditionskarte. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir so bekommen können. Ceratosaurus ist natürlich ein super Dinosaurier. Dimetrodon, Parasaurolophus, Dilophosaurus, Segisaurus, auch cool. Apatodryo, Deinonychus, Cerato. Ich hätte gerne einen Fleischfresser, muss ich sagen. Da ist halt der interessanteste schon wirklich der Cerato, hätte ich gesagt. Deswegen schicke ich da jetzt auch mein Team hin. Oh, hier sind auch noch welche. Das sind halt also kleine Fleischfresser. Ich hätte schon gerne einen mittelgroßen, deswegen nehmen wir den mal, den Cerato. Flieg los, mein kleiner Hedi. Und jetzt können wir nochmal ganz kurz hier reingucken, dass wir das verbessern. Da bin ich ja immer nicht so der Fan von. Da muss man ja immer so Module und so einbauen, dass seine Gäste zufrieden sind. Aber was muss, das muss. So, jetzt haben wir die einigermaßen zufrieden. Der Gewinn ist jetzt auch schon ordentlich gestiegen. Und ich glaube, die Parkbewertung geht dadurch auch echt heftig hoch. Aber unsere neuen Dinos sind schon echt hübsch. Passen auch sehr gut zusammen. Da kommen unsere Fossilien wieder. Das ist doch super. Ich glaube, jetzt müssen wir hier ins Wissenschaftszentrum und dann können wir uns hier die Fossilien ansehen. Oh, 2x Bernstein. Das ist richtig gut. Auch was zum Verkaufen. Und wir können alle gleichzeitig schon erforschen. Das ist super. Aber der Hedi muss natürlich nochmal los. Wir brauchen noch ein bisschen bessere Fossilien. Oh, das ist schon abgeschlossen. Aber wir hatten noch eine mit Cerato. Irgendwo hier vorne. Da, Ceratosaurus. Soll er da nochmal eben hinfliegen?
Ja, ich baue jetzt schon mal das nächste Gehege. Das kommt dann hier vorne gleich hin. Bauen wir hier so einen Weg ab. Und dann verbreite ich den auch nochmal. Noch habe ich ja leider nicht den breiteren Weg, aber ein bisschen kann ich es auch noch so machen. Mal hier muss ich halt auch noch verbreitern. Die Leute sind halt echt unzufrieden mit diesen Einserwegen. Ist halt echt schlecht abgedeckt. Mach's einfach mal bis hier hinten und dann sollte eigentlich alles passen für die Leute. So, hier bauen wir das nämlich mal ein bisschen anders jetzt. Kommt erstmal der Wald weg. Bevor kann ruhig noch Wald. Unseren Gästen muss es genauso gut gehen wie den Sauriern. Wir sollten dafür sorgen, dass sie sich dort zu Hause fühlen, wo auch die Saurier zu Hause sind. So, Weg nicht verbunden. Ja, das habe ich leider doch nicht dann richtig gemacht. Aber das können wir bewegen, ist kein Problem. Dann ist auch alles verbunden. Sehr schön. Hier will ich nämlich jetzt mal das Ganze etwas absenken. Ja, so viel dann doch nicht. So minimal eigentlich. Genau. Weil das Gehege kommt dann mal hier unten hin. Beziehungsweise das Gehege kriegt ein paar Höhenunterschiede, hätte ich gesagt. Hier kann es ruhig auf dieser Höhe sein. Dann machen wir einfach hier so einen kleinen Übergang rein. Es muss auch, glaube ich, gar nicht so groß, das Gehege. Ein bisschen um die Kurve. So, perfekt. Das Stück kommt noch weg. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Tor. Das kommt hier vorne hin. Ich habe jetzt hier noch ein paar Felsen platziert an der Klippe und auch ein bisschen Wasser eingezeichnet. Und als nächstes müssen wir jetzt so eine Brutstätte bauen. Die platziere ich einfach mal hier hinten hin. Ich glaube, das ist ganz passend. Dann können wir die nämlich auch hier mit dem Industrieweg verbinden. Und dann können wir soweit, glaube ich, nochmal kurz hier reingehen und uns die Fossilien angucken. Genau, wir haben nämlich noch eine zweite Lieferung bekommen. Leider diesmal nicht so eine gute. Das ist wirklich eher eine Mauerausbeute. Dann können wir uns auch mal so einen ausgetrockneten Baumstamm schnappen. Oder zwei Stück. Und die auch gerne mal so ein bisschen in den Boden platzieren. Dann haben wir da nämlich auch noch ein bisschen Deko. Der hier kann sogar komplett rausgucken, das ist in Ordnung. Den mache ich mal hier so hin. Denn wir brauchen auch noch eine Futterstation. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch erforschen müssen. Nee, Fleischfresser-Futterstation können wir auf jeden Fall platzieren. Die würde ich jetzt, glaube ich, hier oben in die Ecke machen. Und dann könnten wir hier eventuell auch noch eine weitere Beobachtungsgalerie davor setzen. Dann können die nämlich auch gut die Tiere beim Fressen beobachten. Neues vollständiges Genom. Okay, das hat sogar ausgereicht. Ach, cool. 100%. Ja, besser geht's ja gar nicht. Ich würde jetzt erstmal einfach das Ganze einmal anschmeißen, ohne irgendwelche Modifikationen. Pfusch am Bau. Ach, nee. 500.000 verliere ich? Nee, dann nehme ich lieber das hier. Publicity-Bewertung ist gerade nicht so schlimm. Gott, sind die Bäume riesig. Ich glaube, so reicht mir das schon. Der hier ist mir schon ein bisschen zu groß. Vielleicht können wir da auch mal eben so manuell welche platzieren. Ist ja auch gar kein Problem. Mal ein paar kleinere nehmen. Dann müssen wir jetzt erstmal schauen, wie viele Eier wir haben. Na, drei Stück. Das ist aber gut. Die können wir ausbrüten.
Jetzt sind wir noch bei 1,6 Millionen, also das Geld, das schwindet. Und wir müssen unbedingt jetzt einmal losfahren mit der MVU. Oh, die ist schon unterwegs. Aber wo ist die gerade? Ach, hier vorne. Der wollte sich das Leiden schon angucken. Aber da übernehmen wir jetzt einfach mal. Tollwut. Oh nein, da werden die aggressiv, oder? Da müssen wir ganz schnell in die Forschung gehen. Tollwut ermöglicht erst... Ja, okay. Wie kriege ich das denn freigeschaltet? Fotografiere einen Saurier, der Tollwut hat. Okay. So, jetzt können wir das erforschen. Dann müssen wir den ganz schnell heilen, bevor der jetzt hier uns die ganzen Zäune einreißt. Ja. Das heißt, es warten. Warten und hoffen. Er hat schon den Zaun eingescheppert. Oh oh. Geht schon auf unsere Gäste los. Nein, 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 nicht die Gäste töten. Oh, er hat keinen Gast erwischt. Ach, Gott sei Dank. Oh, da haben wir es gerade noch geschafft. Das war sehr gut. Und dann können wir den direkt behandeln, wenn er landet. Ja, die Jeeps reparieren jetzt hier erstmal den Zaun. Sehr gut. Ja, und während der rüberfliegt, fahre ich da schon mal hin mit der MVU, wenn ich sie denn finde. Meint ich kann das auch hier durchschießen? Das wäre cool, ne? Wenn wir das hinbekommen. Das klappt tatsächlich. Ja, damit haben wir die Krankheit auch besiegt. Sehr, sehr schön. Und jetzt... können wir unsere Ceratos freilassen? Ah, und jetzt haben wir auch eine Lebendbeute-Futterstation freigeschaltet. Oh, der braucht mehr Wald. Ah, vielleicht auch nicht. Der muss erstmal sein Territorium auch erkunden. Lebendbeute Futterstation. Platziere ich mal hier vorne hin. Dann kann er nämlich auch jagen. Und wir brauchen definitiv mehr Wald. Da kommen wir nicht drum herum. Naja, ist ja gar nicht schlimm. Ich glaube, die platzierbaren Bäume, die zählen aber auch zu Wald. Lebenfang-Expedition. Das ist cool. Dracorex würde ich nehmen. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Das könnte unsere nächste Spezies werden. Ja, ist noch nicht ganz perfekt. Wir platzieren noch ein, zwei Bäume. Da in der Ecke und sowas. Dann sollte das, glaube ich, gleich passen. Okay, jetzt ist er zu 100% glücklich. Das ist doch schön. Die Frage ist halt jetzt, wo bringen wir die Dracorex unter? Eventuell können wir die halt hier mit ins Gehege packen. Ich weiß halt nicht, ob die sich verstehen. Aber sieht fast so aus, ne? Ich glaube, das würde gehen. Drei Stück wurden gefangen. Ich weiß halt nicht, ob drei genug ist, damit die überhaupt glücklich sind. Oh, das könnte ein Problem werden. Weil die haben ja auch eine soziale Bedingung, wie viele Artgenossen die brauchen. Ja, hier kommen unsere Dracos. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die glücklich sind. Dieser Saurier, der Dracorex, ist merkwürdig. Sein voller lateinischer Name stammt von einer fiktiven Zauberschule. Das hätte meine Idee sein können. Der Name, nicht der Saurier. Dafür haben wir Wissenschaftler.
glaube, das könnte ausreichen vom Bestand her. Ich werde das Gehege mal ein ganz kleines Stück noch erweitern. Einfach, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, um deren Bedürfnisse noch abzudecken. Jetzt können wir nämlich hier auch nochmal die Nüsse und die Blätter und sowas einpinseln. Wobei die ja auch noch ein bisschen erkunden müssen, ne? Deswegen weiß ich gar nicht, ob es eventuell ausgereicht hätte. Muss ich aber erstmal die Nüsse finden. Da, Nüsse, Boden. Oh nein, Lebensmittelvergiftung, Sabotage. Oh oh. Saurier wurde vergiftet. Aber welcher? Oh Gott. Ja, hier vorne. Den haben wir jetzt desinfiziert. Und ich glaube, es hat sich noch kein Dinosaurier angesteckt. Den nämlich noch nicht davon gefressen. Ach, Gott sei Dank. Dann haben wir alles richtig gemacht. Muss ich nochmal kurz schauen mit den Dracorexen. Ja, Komfort sind die nicht ganz zufrieden mit. Brauchen noch mehr Nüsse und noch mehr Blätter. Ist halt immer krass, wie viel man einzeichnen muss an diesen Büschen und so, ne? Also so viel Spielraum beim Gestalten des Geheges hat man gar nicht. Man muss halt alles irgendwie so vollklatschen. Ja, ich denke aber, unser Mischgehege sollte jetzt ganz gut funktionieren. Die hier brauchen noch mehr Wald. Kann ich auch nochmal so ein paar Bäume platzieren. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Wald. Ist halt echt praktisch, dass es auch damit reinzählt. Gerade hier am Rand und so kann man halt noch so viel rausholen. Einfach hier den Wald ein bisschen erweitere. Und jetzt können wir nochmal gucken. Komfort 99%, 97%. Das ist in Ordnung, das können wir so lassen. Ich gucke jetzt hier gerade mal wegen meiner Parkbewertung und das Einzige, was rot ist, sind die Gäste. Die sind noch unzufrieden. Wir brauchen mehr Toiletten, mehr Schutzräume. Und Unterkünfte. Oh, wir müssen Hotels erforschen. Stimmt. Ach guck mal, ein kleines Hotel können wir sogar schon bauen. Ja, das ist natürlich noch besser. Da würde ich jetzt nochmal eben hier eins hin platzieren, weil das profitiert dann ja auch nochmal von der bedrohte Spezies in der Baugrube. Eine bedrohte Spezies hat ein Nest in der Baugrube gebaut. Okay, ich könnte bessere Publicity-Bewertung bekommen. Und 10-mal verbleibende Aufgabendauer. Oh Gott. Oder 2 Millionen und die Publicity-Bewertung geht runter. Ich nehme die 2 Millionen. Ich bin nämlich ziemlich pleite. Und Schutzräume und Toilette brauchten wir auch noch. Da würde ich einfach mal hier welche hinplatzieren. Sollte dann hoffentlich die Abdeckung wieder verbessern. Oh, kein Strom. Das müssen wir natürlich auch fixen. Ja, perfekt ist es noch nicht. Also wir brauchen noch mehr Toiletten und noch mehr Schutzräume. Und noch ein zweites Hotel sogar. Das heißt, das zweite Hotel würde ich einfach direkt hierhin platzieren. So wie ich das sehe, muss man manchmal die Regeln umgehen, um etwas gebacken zu kriegen. Aber du schlägst dich in diesem System ganz gut. Allein bei deinem letzten Auftrag hast du voll ins Schwarze getroffen. Und du brauchtest nicht mal Hilfe. Na guck mal, jetzt können wir nämlich den Sucho erforschen. Oder den Alberto. Ich nehme den Sucho Mimus. Den finde ich nämlich sehr cool. Ich glaube, es wäre noch ganz cool, wenn wir gleich einen besseren Zaun erforschen. Das würde auf jeden Fall helfen. Hier kommt das gleich rein, das Gehege. Und ich gehe jetzt nochmal in die Forschung. Schauen wir eben wegen dem Zaun. Wenn wir jetzt so viele Fleischfresser haben. Und dann können wir jetzt den neuen Zaun benutzen. Der kommt dann nicht hier direkt dran. Also ich mache da auf jeden Fall nochmal einen kleinen Abstand hin. Es wird ein großes Gehege, aber das macht nichts. Jetzt einmal hier komplett den Weg entlang. Perfekt. Das sieht doch schon gut aus. Auch hier brauchen wir natürlich wieder Beobachtungsgalerien.
Wobei ich mal sagen muss, dass hier auch mal Türme ganz geil wären. Solche Beobachtungstürme wären wahrscheinlich besser. Vielleicht muss ich das auch gleich mal erforschen. Weil das Gehege halt so groß ist, dann kann man da halt viel besser reinschauen. Beobachtungsplattform heißt das, okay. Und dann können wir endlich die ersten Fossilien von dem Suchomimos holen. Ja, der ist in Afrika. Das wusste ich sogar noch. Der nächste Punkt, um den wir uns auf jeden Fall kümmern müssen, ist die Essensversorgung, Getränkeversorgung und Einkaufsmöglichkeiten. Ich hatte ja vorhin schon die mittelgroße Einrichtung erforscht. Das ist ganz gut. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal einige hinplatzieren. Platziere die einfach mal erstmal wieder nebeneinander und dann drehen wir die gleich vernünftig. Weil irgendwie snappen die Sachen ja bei mir nicht. Ich mache jetzt hier einfach erstmal weiter, ganz normal. Es hat mir gerade noch gefehlt, so ein Sturm jetzt. Ah, es kommt tatsächlich ein Sturm. Und beschädigte Schutzräume, was? Oh, wie gemein. Das ist ja richtig unpassend. Ja, da machen wir auf jeden Fall Verlierer 100.000. Alle Wissenschaftler werden erschöpft sein. Ich habe eh keine Wissenschaftler, deswegen ist es nicht schlimm. Schutzräume müssen repariert werden, weil die müssen wir jetzt direkt öffnen. Weil wenn jetzt ein Tornado kommt, das ist eine Katastrophe. Ich mache jetzt hier nochmal schnell das fertig. Und dann müssen wir uns direkt darum kümmern. Oh, der ist direkt hier vorne gespawnt. Oh oh. Ah, das ist jetzt ein Problem. Wo sind denn meine Ranger-Teams? Wir sind quasi im Auge des Sturms. Kein Problem. Wir können direkt die Schäden reparieren, die der Sturm mir hinterlassen hat. Der fegt halt hier mitten durch. Aber wir haben ihn, glaube ich, überstanden. Ein paar beschädigte Strukturen gibt es noch, aber ich glaube, das sind keine Zäune. Zäune sind halt das Hauptproblem. Unsere Saurier sind in Panik geraten. Warum? Wie bei allen Tieren ist Angst überlebenswichtig. Und ihr Überleben steht auf dem Spiel. Okay, ist alles gut. Hier auf dieser Seite baue ich auch schon mal das nächste Gehege. Gucken, was da reinkommt. Wahrscheinlich wieder ein Pflanzenfresser eher. Auch eher was Kleineres, denke ich. Ich baue hier so ein kleineres Gehege. Ja, die Parkbewertung hat sich verschlechtert. Ja, kein Wunder, wenn wir hier Wirbelstürme haben. Was erwartet ihr? Denkt ihr, dann ist alles easy? Das nächste Ziel willst du nicht verpassen. Vertrau mir, ich habe einen Doktortitel. Ticketverkäufe erhöhen, das will ich sowieso. Ich interessiere mich für Wissen, nicht so sehr für die emotionalen Aspekte des Reichtums. Doch der Park ist ein Geschäftsmodell. Wir müssen uns also um die Bilanz kümmern. Ja, was soll ich machen? Ich weiß ja, dass manche Ziele nicht leicht sind. Aber die Belohnungen, die mit ihrer Erfüllung einhergehen, sind es definitiv wert. Ganz viele Beobachtungsgalerien und sowas. Das ist mir wichtig, dass man alles perfekt abgedeckt hat. Ah, und wir haben auch die ersten Fossilien jetzt vom Sucho. Boah, das sind sogar richtig gute Fossilien. Da brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal losfliegen. Das ist echt krass. Ja, cool, nicht schlecht. Oh, die Lebenfangmission ist fertig. Zwei Stück wurden nur gefangen. Oh, das könnte problematisch sein. Transport im Gange. Weil wenn die jetzt nicht glücklich sind, was das Soziale angeht, dann werde ich die wahrscheinlich wieder verkaufen müssen.
Na, da sind sie gerade gelandet. Oh, der Bestand reicht. Oh, das ist gut. Dann können wir die auf jeden Fall behalten. Oh, das sind ja richtig entspannte Tierchen dann. Brauchen nur ein paar Früchte Boden. Schon sind sie zu 100% zufrieden. Okay, pflegeleichter geht's dann doch nicht. Und direkt die nächste dringende Nachricht. Oh, nochmal Dinosaurier entdeckt. Das ist cool. 2 Camarasaurus. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ich möchte auf jeden Fall auch gerne noch für die Besucher irgendwie so eine Gyrosphärenfahrt oder sowas haben. Deswegen werde ich das jetzt auch mal erforschen, auch wenn es teuer ist. Die können wir dann vielleicht durch diese beiden oder durch diese 3 Gehege bauen, je nachdem. Ich denke mal, die beiden reichen aus. Weil hier wäre es ganz gut mit dem Anschluss. Also hier kann man halt von dem einen in das andere Gehege ohne Probleme rüberfahren. Eigentlich ganz gut. Den Startpunkt würde ich jetzt mal hier, glaube ich, setzen. Das ist ganz passend. Dann müssen wir mal schauen, dass wir uns da so ein bisschen durchs Gehege schlängeln. Ja, die beiden Camara sind gefangen. Leider nur einer. Meint ihr, der kommt alleine klar? Bitte komm alleine klar. Der Camarasaurus wird auch gekammerte Echse. Oh, der kommt alleine klar. Das ist gut. Und beeindruckt durch seine Größe sowie seine stumpfe Schnauze. Oh, Gott sei Dank. Er lebt in Herden. Mit der Herausforderung kommst du bestimmt klar. Er lebt in Herden? Nee, bei mir nicht. Bei mir lebt er alleine. Und jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir den glücklich machen. Der braucht nämlich natürlich noch einiges an Wald zum Beispiel. Jetzt kriegt er hier einfach ein dickes Waldstück rein. Diese Pflanzenanforderungen sind schon sehr, sehr seltsam. Also damit kann man echt schlecht Gehege bauen. Beziehungsweise man müsste immer so Riesengehege bauen und die komplett irgendwie zuwalden. Ist ja auch irgendwie doof. Immer noch fehlender Wald. Guck mal, jetzt ist er relativ glücklich. Aber wir müssen da auf jeden Fall noch eine weitere Beobachtungsgalerie platzieren. Kommt hier vorne hin. Damit man den auch noch gut beobachten kann von allen Blickwinkeln. Und jetzt können wir nochmal kurz hier zu unseren Fossilien gehen, weil wir haben noch einmal Bernstein. Danach kommt schon der nächste Saurier, nämlich der Suchomimus. Das hier müssen wir auch noch einstellen. Boah, ein Kino ist ganz gut. Ach, das können wir gar nicht umstellen. Okay. Na, hilft aber trotzdem. Ist gut für die Parkbewertung. Ich habe immer das Gefühl, man hat 1000 Baustellen gleichzeitig. Ich springe nämlich jetzt wieder direkt zur nächsten. Das ist die Gyrosphärenfahrt. Die ist dann auch nochmal sehr hilfreich für die Transportbewertung. Das Problem ist, dadurch, dass ich die Strecke hier einzeichne, gehen gerade nochmal viele Büsche und so verloren. Es kann halt sein, dass dadurch... Dinosaurierbedrohung? Okay, nee, ist aber alles cool. Es kann halt dadurch sein, dass halt die Dinosaurier nicht mehr so glücklich sind. Müssen wir dann mal checken. Oh, ich glaube, ich mache jetzt noch Velociraptoren, weil die sind echt gut für die Bewertung. Aber die brechen halt immer aus. Also es könnte echt zu Problemen führen. Mal gucken. Aber wir haben jetzt den Suchomimus. Neues lebensfähiges Genom. Der wird direkt ausgebrütet. Ich glaube, der wird sauteuer sein gleich. Aber wir haben noch 3,4 Millionen. Das Geld steigt auch ganz gut. Oh, es sind sogar 3 Stück. Das ist gut. Können wir uns aber nicht leisten. 3 Stück. Dann machen wir 2. Oh, 3 Millionen. Sind das erste Mal unter 1 Million. Das ist halt riskant. Na, wenn jetzt irgendwie ein Wirbelsturm oder so kommt, haben wir ein Problem. Denke mal, das Raptorengehege werde ich dann hier irgendwo hin planen. Es muss ja eigentlich gar nicht so groß sein. Ich denke mal, eigentlich reicht das hier schon. Wir haben aber noch nicht den guten Sound. Da müssen wir noch kurz warten. Jetzt ist der Zaun fertig. Dann würde ich jetzt hier einfach einmal den Zaun entlang ziehen. Ich könnte tatsächlich auch einen Doppelzaun bauen. Das würde halt auch helfen. Aber ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Ich hoffe es einfach mal. Denke, diese Gehegegröße sollte eigentlich ausreichen für die Raptoren. Müssen wir da mal schauen.
Ist auf jeden Fall gut, dass wir da so einen dicken Betonzaun haben. Das wird helfen. Aber ein Tor muss da natürlich trotzdem rein. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal eine weitere Unterstützungsanlage machen bei den beiden Fleischfressern. Damit wir nicht so weite Wege haben. Ich denke, das macht Sinn mittlerweile. Und dann könnten wir halt auch hier nochmal Tore einbauen an den Stellen, damit es halt schnell geht. Dann müssen die nicht so große Umwege fahren. Ich kann dann hier auch direkt überwachen. Und ich baue auch nochmal eine Palio-Anlage dazu. Einfach aus dem gleichen Grund. Dass wir da keine Probleme bekommen. Ja, der Sucher ist cool. Der Schädel dieses Sauriers ähnelt dem eines Krokodils. Und sein Temperament ist dem Reptil auch nicht unähnlich. Der Suchomimus ernährt sich von Fischen und kleinen Tieren. Wir müssen aufpassen, dass er seinen Speiseplan nicht um zwei Beiner in Turi-Kleidung erweitert. Oh, die brauchen mindestens drei. Das ist natürlich bitter. Das heißt, wir müssen sogar noch einen weiteren Sucho machen. Das ist krass, das wusste ich nicht. Aber dann können wir schon mal den Rest des Geheges gestalten. Fisch brauchen die auch, das müssen wir auch erforschen. Und auch Wasser brauchen die einiges. Okay, jetzt müssen wir noch irgendwie den Fischfieder erforschen. Ich weiß halt nicht, wie das geht. Müssen wir mal kurz gucken. Ja, da ist es. Okay, dann müssen wir jetzt wieder warten. Nützt ja nichts. Oh, guck mal, die beiden Süßen. Die Gyrosphäre kann perfekt zuschauen. Ja, das ist schön. Ihr bekommt gleich auch noch einen Bruder. Keine Sorge. Ah, wir haben Strutius gefangen. 5 Stück. Oha. Saurier transportieren. Kickt bitte nicht die Gyrosphäre weg. Ich glaube, ich werde einmal verfüttern. Hier an die. Warum nicht? Ist doch ganz unterhaltsam. Der Rest kommt hier mit rein. Oh nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht dagegen donnern. Okay, hört auf. Wir können jetzt auch den dritten im Bunde hier endlich freilassen. Ach, wir sind halt echt pleite gerade, ne? Oh oh. Ja, die drehen gerade durch. Das ist echt ein Problem. Kriegen jetzt aber auch eine Fischfutterstation. Vielleicht lenkt das die ein bisschen ab. Okay, sie sind abgelenkt. Das ist sehr gut. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten, bis das hier fertig ist, das letzte Ei. Schön angeln, meine Süßen. Da ist der dritte im Bunde. Jetzt sollten die hoffentlich zu 100% glücklich sein. Gott sei Dank. Und unsere Parkbewertung steigt. 3,5 Sterne schon. Ich glaube, die gehen gerade fressen, die Suchos. Sehr schön. Ha, direkt beim Fischfang fotografiert. Der hätte sogar 2 Fische gefangen. Ist einer runtergefallen wieder. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall nochmal einmal alles gebaut. Souvenirladen, Getränke, Restaurant, Toilette und Schutzraum und ein Hotel. Einfach damit wir hier nochmal die Grundversorgung haben, hier im hinteren Teil des Parks. Der nimmt langsam echt Form an, der Park. Wie cool, dass er sich hier vor die Beobachtungsgalerie stellt.
Und als nächstes kommen jetzt Velociraptoren. Mal gucken, wie viele wir rauskriegen. Wir bauen jetzt auf jeden Fall schon mal unser letztes Gehege. Das kommt hier hin. Wird jetzt ehrlich gesagt auch nichts Besonderes. Ich habe halt einfach Angst, dass gleich wieder super viele Chaos-Sachen passieren und deswegen will ich mich ein bisschen beeilen. Niedrige Gesundheit. Hoffentlich ist das nur verstaucht. Ach, das ist wieder er. Schmerzmittel sollten Abhilfe schaffen. Ja komm, er wurde bis jetzt nicht gefressen. Dann betäube ich ihn und bringe ihn rüber zu seinen Mates. Dann soll er leben. Oh, der wurde weggesnackt. Das gibt's ja gar nicht. Da, wo er betäubt war, hat er zugeschlagen, der Sucho. Tja, dann geht er doch nicht zu seinen Mates. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ich werde mal 4 Stück machen, mehr kann ich mir eh nicht leisten. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Anzahl. Wir sind echt am Limit die ganze Zeit, was Geld angeht. Auch wenn wir viel verdienen. Sind auch schon super viele Leute hier in meinem Park. Nicht schlecht. Müssen wir erstmal gucken, dass wir den Sturm überstehen. Okay, der ist in dem Gehege, das ist nicht so schlimm. Das Gehege steht zum Glück leer. Boah, ich werde weggeweht. Ich kann mich gar nicht bewegen. Alter, der Sturm. Boah, werden wir auseinandergenommen. Boah, ich kann mich gar nicht bewegen, ey. Aber ich glaube, wir haben es schon überstanden. Ich habe auch gar nicht die Gäste in die Sicherheitsräume geschickt. Saurier entdeckt. Gehe zur Lebensfangmission. Ja, komm. 2 Apatos. Wenn es wirklich beide sind, dann würde ich die nehmen. So, die Velociraptoren können wir jetzt auch freilassen. Die muss ich aber diesmal per Airlift freilassen. Und dann müssen wir gleich das Gehege gestalten. Ich weiß gar nicht, was die genau brauchen. Das müssen wir halt gleich gucken, wenn sie da sind. Also Wald brauchen die auf jeden Fall auch, da bin ich mir sicher. Ich glaube, die mögen es, wenn sie schön versteckt sind. Außerdem natürlich hier eine Futterstation. Und auch einmal Lebendbeute. Produktzustellung bestätigt. Oh, die sind schon recht zufrieden. Oh, der Jeep wird erstmal weggekickt. Oha. Die sind übelst aggressiv. Der Jeep wollte hier nur durchfahren. Guck mal, der chased den auch schon. Oh, und hier fehlt ein Zaun. Oh Gott. Was habe ich denn da für einen Mist gemacht? Boah, das hätte tödlich enden können. Weil die sind so aggro. Einer wurde nur gefangen. Jetzt ist die Frage. Kann man den alleine halten? Finden wir es raus. Na, der Apato landet jetzt auch. Den müssen wir halt dann direkt scannen. Und dann können wir gucken, was der braucht. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich würde jetzt natürlich auch noch gerne meine Einschienenbahn bauen. Da ist die. Ich denke mal, die Station kriegen wir hier noch unter. Und dann hier noch eine Station hinbauen. Hier so. Und hier hinten gerne noch. Ich glaube eher so. Dann kann die einmal durch alle Gehege fahren. Dann sollten wir nochmal eine gute Transportbewertung bekommen. Oh, da bin ich ein bisschen zu weit gefahren. Oh, Tuberkulose wurde festgestellt. Aber ich glaube, dafür haben wir schon das Impfmittel, also alles entspannt.
denke, dann kriegen wir da keine Probleme. Wir müssen uns erstmal um ihn hier kümmern. Oh, der kann zum Glück alleine gehalten werden. Das ist sehr gut. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal schnell Wasser ins Gehege. Und Blätterbaum braucht der. Die sind ja super entspannt dann auch. Auch sehr geile Sauropoden. Kann man gut im Park halten. Schon ist er zu 100% glücklich. Oh nein, die kämpfen. Warum kämpfen die? Oh Gott, ich hoffe, da stirbt keiner. Ja, bis jetzt haben die nicht viel Gesundheit verloren, das ist gut. Okay, ich glaube, das war nur ein Machtkampf. Ich bin hier übrigens gerade wieder ganz viel am Läden bauen, damit die Besucherbewertung hochgeht. Das letzte Ziel wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Wir haben es geschafft. 2 Stunden 43 habe ich insgesamt gebraucht. Das hier ist nochmal der Code, also falls ihr es auch mal ausprobieren wollt. Ich muss sagen, mir persönlich hat es echt Spaß gemacht, mal wieder Jurassic World Evolution 2 so zu spielen. Falls es euch auch Spaß gemacht haben sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.